Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, vierter Teil Ereignis am Suezkanal. Wir waren stehen geblieben bei einem Planetenbild zwischen Neptun, Merkur, Jupiter und Saturn. Diese beiden Faktoren oder diese vier Faktoren werden über dieses Planetenbild miteinander verknüpft. Leider, ja, ist es sich nicht ausgegangen, um 2 Grad nicht, dass auch Pluto und Venus-Sonne involviert gewesen wären, weil das wäre der Oberhammer gewesen. Aber diese 4 Planeten reichen schon einmal. Das heißt, wir haben hier mal das Unglück, Neptun, Herrscher von 12. Haus. Dann haben wir den Merkur als Herrscher des 2. Hauses und des 6. Hauses. Das heißt, es geht um das Weltfinanzsystem und die weltweiten Arbeitsplätze. Das heißt, hier hängen hunderte Millionen Arbeitsplätze an diesem Ereignis, ja, was man gar nicht sich vorstellen kann. Dann ist der Jupiter involviert, der Herrscher des 8. Hauses. In dem Fall würde ich wiederum sagen, tatsächlich Untergang, Niedergang. Und Saturn, ferne Mächte aus dem Ausland und die eigene Regierung, Ägypten. Also das heißt, hier wird offensichtlich sehr gut kooperiert, aber weniger Ägypten. Ich würde sagen, für mich ist eher das ferne Ausland dieser Saturn, der hier hart und entschlossen vorgeht. Und interessanterweise dann natürlich auch ein Quadrat zu Uranus am Aszendenten bildet und für mich deswegen in diese ganze Geschichte, dem Unfall, involviert ist. Also ich beurteile das so, ja. Weil es ist ja hier ein riesengroßer Fingerabdruck, der nur halt ein bisschen schwer zu entschlüsseln ist. Und was mir natürlich gleich zu Beginn sehr zu denken gegeben hat, war die Tatsache, dass der Herrscher von 1, also der Geburtsregent, der Horoskopherrscher, die Venus, im 12. Haus im Widder eingeschlossen ist. Das ist einmal komisch. Und die Venus ist auch der eingeschlossene Herrscher des 6. Hauses. Also das heißt, dieses Ereignis ist einerseits sehr, sehr, also dieses Horoskop ist einerseits sehr, sehr mysteriös, also Herrscher von 1 in 12, sehr, sehr merkwürdig und gleichzeitig, also vernebelt, verschleiert, unklar und gleichzeitig scheint es so zu sein, dass, wie ich vorher schon gesagt habe, hunderte Millionen Arbeitsplätze in weiterer Folge, weil sie ein eingeschlossener Herrscher ist, der wirkt sich nicht sofort aus, davon abhängen können. Und interessant ist, dass wir hier direkt auf der Venus die Sonne sitzen haben und das bedeutet in dem Fall Sonne, Herrscher des 5. Hauses, Spitze 5 im Löwen, für mich eindeutig die Welteliten, die High Society, sozusagen die wirklich Mächtigen auf diesem Planeten. Die finden wir im 5. Haus und die haben sich gut versteckt im 12. Haus, eingeschlossen im Widder. Der Widder ist sehr initiativ. Der Widder setzt durch, er setzt um, er schlägt zu. Ja? Das ist jetzt kein Zauderer oder Zögerer, aber hier wurde sozusagen die Faust in Watte verpackt. Naja, 12. Haus, Spitze 12. Haus in den Fischen, gut verschleiert, viele Nebel darum herumgewickelt, aber trotzdem erkennen wir, dass es hier das Wirken der Eliten gegeben haben muss. Weiter zum 5. Teil. Ende.